Strafverteidigung im Arztstrafrecht. Guten Tag, ich bin Rechtsanwalt Kian Fatih. Meine Kanzlei befindet sich in der Universitätsstadt Heidelberg in zentraler Lage. Meine Kanzlei liegt in der Nähe des Heidelberger Bismarckplatzes. Sie erreichen meine Kanzlei von Stuttgart, Karlsruhe oder Mannheim kommend gut über die Autobahn. Im Video heute berichte ich Ihnen über die Strafverteidigung im Arztstrafrecht. Zu Recht wird in der Literatur zum Arztstrafrecht ausgeführt, dass bereits ein Ermittlungsverfahren im Arztstrafrecht häufig existenzgefährdend, manchmal sogar existenzvernichtend ist. Oft ist ein Ermittlungsverfahren im Arztstrafrecht für Ärztinnen und Ärzte äußerst belastend. Daher wird in der Literatur zum Arztstrafrecht zutreffend ausgeführt, dass ein Ermittlungsverfahren gegen Ärztinnen und Ärzte zu erheblichen persönlichen Belastungen, also signifikanten Belastungen, führt und weitreichenden persönlichen Veränderungen im privaten Lebensbereich. Es ist ein signifikanter medizinischer Fortschritt festzustellen. Hierdurch bedingt ist eine erhebliche Ausweitung der Behandlungsmethoden. In der Folge arbeiten daher Ärztinnen und Ärzte heute mit aggressiveren Methoden und risikoreicherer Technik. Mit der Ausweitung dieses Risikos steigt jedoch auch die Anzahl der ärztlichen Fehlleistungen. Dies wird daher auch zutreffend in dem juristischen Fachbuch Arztstrafrecht in der Praxis ausgeführt, welches bereits ohne Literaturverzeichnis 866 Seiten umfasst. Bei der Bewerbung um eine Chefarztposition, eine Oberarztfunktion oder eine Assistenzarztfunktion wird regelmäßig gefragt, ob ein Strafverfahren gegen den Arzt oder die Ärztin anhängig ist. Bereits bei dem Vorliegen eines Kunstfehlerverdachtes sind Kündigungen in der Probezeit und noch vor Anklagehebung und Verurteilung durch ein Gericht keine Seltenheit. Eine öffentliche Hauptverhandlung im Arztstrafrecht übt eine auch in der Literatur zum Arztstrafrecht beschriebene, oftmals nahezu magische Anziehungskraft auf Laien aus. Eine stigmatisierende Wirkung entfaltet oftmals eine bereits öffentlich bekannt gewordene Anklageschrift im Arztstrafrecht. Gerade Laien ziehen aus einer solch öffentlich bekannt gewordenen Anklageschrift, weil diese die eingriffsspezifischen Risiken und die Zusammenhänge nicht kennen, oftmals den fehlerhaften Schluss auf ein Fehlverhalten des Arztes, und zwar vor Verurteilung des Arztes. Dann ist nicht selten, selbst bei einem Freispruch der Ärztin oder des Arztes, die Richtigkeit der lateinischen Formulierung semper aliquiterit festzustellen. Strafverfahren gegen Ärztinnen und Ärzte wegen Verletzung beruflicher Pflichten sind daher in Ärztekreisen zu Recht sehr gefürchtet. Im Arztstrafrecht ist es besonders wichtig, möglichst frühzeitig einen Strafverteidiger zu mandatieren und sich rechtlich fachkundig beraten zu lassen. Eine Einstellung des Strafverfahrens sollte durch einen Strafverteidiger möglichst frühzeitig mit substanzieller Begründung erfolgen, sofern dies je nach Sachlage und erfolgter Akteneinsicht durch den Strafverteidiger sinnvoll und angezeigt ist. Wenn Ihnen bekannt gegeben worden ist, dass im Bereich des Arztstrafrechts ein Strafverfahren gegen Sie eingeleitet worden ist, sollten Sie schnellstens einen Strafverteidiger mandatieren und sich rechtlich beraten lassen. Gleiches gilt, wenn Sie vermuten, dass gegen Sie im Bereich des Arztstrafrechts strafrechtlich ermittelt wird. In zunehmendem Maße geraten Ärztinnen und Ärzte wegen Korruptions- und Wirtschaftsstraftaten, also beispielsweise wegen Abrechnungsbetruges, in das Blickfeld der Ermittlungsbehörden. Ich bin Mitglied der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V. In dem Buch Das Arztstrafrecht in der Praxis in der 5. Auflage aus dem Jahre 2014 wird bereits in der Einleitung ausgeführt, dass die Gefährdung des ärztlichen Berufsstandes durch das Strafrecht zwischenzeitlich Realität geworden sei. Bei Ermittlungsverfahren gegen Ärztinnen und Ärzte sollten durch den Strafverteidiger die berufsrechtlichen Folgen von Anbeginn an mitbedacht werden. Die im Strafverfahren gegen die Ärztin oder den Arzt gewonnenen Erkenntnisse können Grundlage einer Entscheidung über den Widerruf der Approbation sein. Unter der unten eingeblendeten Rufnummer kann Kontakt zu den drei Mitarbeiterinnen des Sekretariats der Kanzlei aufgenommen werden. Aus Zeitgründen ist es mir jedoch leider nicht möglich, jedes Mandat anzunehmen, das mir angeboten wird.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.